Ach ja, die Weihnachtszeit. Welch besinnliche Zeit, welch gnadenreiche Zeit. Dort, wo die Familien sich noch idyllisch an Heiligabend um den Weihnachtsbaum versammeln, um die gegenseitige Nähe zu spüren. Welch Freude, Hosianna! So sind die beiden Kinder schon ganz gespannt auf das rituelle Entpacken der Geschenke. Was wohl der kleine Fridolin dieses Jahr bekommt? Er war ein artiger Bub dieses Jahr, hat immer fleißig seine Hausarbeiten erledigt und dem Hund beigestanden, wenn er wieder mal Magen-Darm hatte. Wie hat er sich immer gefreut. Ganz wild freut er sich jetzt auch auf die Bescherung. Leidenschaftlich befreit er sein Geschenk von jeglichem bunten Papier und... Oh, ein Blumenkohl! Lecker! Das hat er sich schon immer gewünscht. Strahlend vor Freude beißt er genüsslich in das rohe Gemüse, während ihm eine Träne die Wange hinunterrinnt. So schön war das Weihnachtsfest noch nie. Auch seine kleine Schwester, Anna-Marie Mata Emily Bella, ist schon in den Startlöchern. Sie ist der ganze Stolz der Familie. Und da reicht ein Einkauf beim örtlichen Gemüsehändler natürlich nicht aus, auch wenn das Kohlgemüse im Sonderangebot war. Energisch, aber doch behutsam packt sie das große Geschenk aus, das den Inhalt schon vermuten lässt. Es ist eine ausgewachsene Stute. Nach Luft schnappend regt sich das anmutige Tier nach der kleinen Anna-Marie Mata Emily Bella. Sie wirft sich dem Gottesgeschöpf mit Schwung an die Nüstern und kann sich ihr freudiges, kindliches Lachen einfach nicht verdrücken. Der Vater, auf seinem Lieblingssessel sitzend, blickt nachdenklich in das lodernde Kaminfeuerholz und lässt schöne Ereignisse der Vergangenheit vor seinem inneren Auge passieren. Wie zum Beispiel letzte Woche in dem Bordell, in dem er Stammgast ist. Er hält sich gerne dort auf. Ein zaghaftes, aber doch bestimmtes Lächeln huscht über seine Lippen. Die liebevolle Mutter bereitet den Braten vor. Weiter nichts. Da unsere Geschichte an Spannungsgehalt nicht noch mehr zunehmen kann, endet sie hier. Und so verlassen wir unsere Familie am heutigen Abend und lassen sie noch ein wenig das weihnachtliche Wunder spüren und darüber frohlocken.